Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sprechen heute zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode über das Mietrecht, zum dritten Mal auf Antrag der Opposition. Das sollte Ihnen von der Koalition wirklich mal zu denken geben. Hatte denn die Justizministerin Frau Barley nicht angekündigt, dass sie ihren Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause einreichen will? Also dazu wäre heute am Tag die letzte Gelegenheit. In der nächsten Woche sprechen wir nämlich über den Haushalt. Nicht, dass es so kommt wie in der letzten Legislaturperiode, wo jeder Versuch, das Mietrecht zu verbessern im Interesse der Mieterinnen und Mieter an der Union gescheitert ist oder im Kanzleramt gestoppt wurde. Das, meine Damen und Herren, darf nie wieder passieren. Die Frage, die hier heute gestellt ist, lautet Mietrecht. Die Antwort der Union darauf: Baukindergeld. Also ehrlich gesagt, da fällt ja auch jemandem, der kein Fachmann, keine Fachfrau auf, dass in dieser Antwort irgendwas nicht stimmen kann. Aber ich kann es Ihnen gerne auch noch mal erläutern. Es wird ja so kommen, dass das Baukindergeld am Ende das Einzige ist, was diese Koalition vor der Sommerpause noch tatsächlich beschließen wird. Ehrlich gesagt, ein Lieblingsprojekt der Union, auch persönlich von Horst Seehofer favorisiert. Aber nach Expertenmeinung wird das Baukindergeld doch vor allen Dingen dazu führen, dass auf dem Land mehr Eigenheime gebaut werden. Aber mehr Eigenheime im Bayerischen Wald werden doch der Krankenschwester in München gar nichts nützen. Das ist doch überhaupt nicht die richtige Antwort auf die Wohnungsfrage in den Städten. Und für die Krankenschwester in München ist die Idee, sich ein Eigenheim zu kaufen, wie für viele andere, für Millionen andere Normalverdiener in den Städten, doch in weite Ferne gerückt, wegen geringer Löhne, wegen explodierender Mieten, weil sie gar keinen Kredit mehr bekommen und wegen dieser horrenden Boden- und Quadratmeterpreise. Daran wird das Baukindergeld einfach auch nichts ändern. Aber deswegen wird sie aber dann am Ende mit ihren Steuergeldern dem Zahnarzt im Bayerischen Wald sein Eigenheim finanzieren, ehrlich gesagt. Ich kann nicht erkennen, was daran eine soziale Politik sein soll. Es ist ein teures Wahlgeschenk für Seehofers Klientel. Das Baukindergeld ist nicht die richtige Antwort auf die Wohnungsfrage in den Städten. Ich kann mich hier nur noch mal wiederholen. Es ist auch ein Irrglaube, und das möchte ich der Union jetzt wirklich noch mal erklären, dass Bauen, Bauen, Bauen die einzige Antwort auf die Wohnungsfrage ist. Es kommt eben nicht darauf an, dass mehr gebaut wird. Es kommt auch darauf an, für wen und wo gebaut wird. Das ist doch die entscheidende Frage. Und dann schauen wir uns doch mal an, was gebaut worden ist. In den Großstädten sind in den letzten Jahren nur 10% aller Wohnungen überhaupt für Normalverdiener erschwinglich gewesen. Hier in Berlin sogar nur 5%. Aber gerade die Durchschnittsverdiener, die Normalverdiener und Menschen mit geringem Einkommen, die brauchen doch die Unterstützung der Politik. Und wenn wir für die was tun wollen, dann müssen wir mehr Sozialwohnungen bauen, dann müssen wir mehr Sozialwohnungen für Familien bauen. Das wäre die richtige Antwort. Ja, und wenn Sie was für Familien tun wollen, wie wäre es dann damit, dass Sie vielleicht mal anfangen, herzustellen, dass eine alleinerziehende Mutter Hartz IV das Kindergeld nicht länger auf Hartz IV angerechnet wird? Das wäre mein erster und sozialer Schritt, um die Familiensituation zu verbessern. Meine Damen und Herren, jetzt zum Mietrecht. Ja, es ist schon erwähnt worden, dass die Mietpreisbremse in ihrer jetzigen Ausarbeitung nicht funktioniert. Sie sollte ja auch nicht funktionieren, weil der Druck der Bau- und der Vermieterlobby eben sehr, sehr groß war. Aber was folgt denn jetzt daraus? Es kann doch nicht sein, dass jetzt AfD und FDP und manchmal habe ich auch fast das Gefühl, die Union daraus schlussfolgern, dass sie jetzt gänzlich abgeschafft wird. Das Gegenteil ist richtig. Sie muss nachgebessert werden. Und deswegen unterstützen wir im Grunde nach auch den Antrag der Grünen, auch wenn wir im Detail an einigen Stellen darüber hinausgehen. Wir als Linke finden ja, dass alle Ausnahmen gestrichen werden müssen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Wir finden es auch unmöglich, dass die Mietpreisbremse jetzt nach 2 Jahren im Grunde auslaufen soll, bevor sie wirklich, es ist ja nicht gesichert, ob sie überhaupt weitergeht. Also das wäre ja jetzt nun völlig absurd. Und selbstverständlich wollen auch wir, dass Vermieter, die sich nicht an die Mietpreisbremse halten, dann am Anschluss auch bestraft werden. Das sollte doch selbstverständlich sein.
Meine Damen und Herren, wir brauchen einen echten Mietendeckel, ansonsten bekommen wir das Problem nicht in den Griff. Die Mietpreisbremse bezieht sich aber nur auf die neuen Mietverträge. Wo wir dringend ran müssen, es ist die Deckelung der Mieten im Bestand, die Deckelung der alten Mietverträge. Denn auch hier steigen die Mieten enorm. Und da wird jedes Bauprogramm überhaupt nichts dran ändern. Das ist der beste Beweis dafür, dass wir eine Deckelung im Mietrecht brauchen, um die Mieterinnen und Mieter besser zu schützen. Das ist doch völlig logisch. Ja, wir haben eine Kappungsgrenze, die ist aber eben viel zu großzügig berechnet. Und deswegen gibt es von den Grünen einen anderen Vorschlag. Und wir haben gesagt, wie wäre es, wenn wir angesichts dieser horrenden Mietsteigerungen uns vielleicht mal darauf verständigen, dass die Mieten für die nächsten Jahre maximal wieder Inflationsausgleich steigen sollen. Oder wenn es nach mir geht, wie die Löhne. Das wäre ja vielleicht auch mal eine soziale Antwort. Meine Damen und Herren, wir müssen ans Mietrecht ran. Wir brauchen einen besseren Kündigungsschutz. Das habe ich hier vor anderthalb Jahren schon mehrfach ausgeführt an dieser Stelle. Das ist bei der Union bis heute nicht angekommen. Wir müssen an den Mietspiegel ran. In seiner jetzigen Fassung ist er ein Mieterhöhungsspiegel. Das wird nichts nutzen. Und letzter Punkt, die Modernisierungsumlage. Wir wollen sie nicht wie die Grünen lediglich absenken. Wir wollen sie eigentlich abschaffen, denn die ist das Verdrängungsinstrument Nummer eins in unseren Städten. Deswegen wird diese Modernisierungsumlage abgeschafft, meine Damen und Herren. Und sie ist auch die Einladung eigentlich dafür, dass der Mietwohnungsmarkt inzwischen so interessant ist für internationale Finanzspekulationen, weil es ist ja eine gesicherte Renditegarantie. Wo gibt es denn sowas? Hier müssen wir endlich ran. Das muss endlich aufhören. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Schluss. Ich fände es gut, und die Mieterinnen und Mieter würden es Ihnen danken, wenn die Union endlich mal aus ihrem mietenpolitischen Dornröschenschlaf aufwachen würde. Das wäre mal ein tolles Signal am heutigen Freitagnachmittag. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Herbert Hirte.